Hey, was geht ab, Leute? Hier mit Lorenzo, meinem CCG-Kollegen hier. Er hat gerade LLDS gewonnen im Containment mit Blue Eyes. Erstmal Handdrafts habe ich zweimal Xeo Wailer gespielt, nur zum Suchen den. Drei Gamma Seal Main, weil ich immer Zweiter gegangen bin. Das ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht mit Blue Eyes. Weil die einzigen Plusse, die du generieren kannst durch Alternative und Spirit Banishes, und davon kannst Förster nichts machen. Und allgemein ist der Förster viel zu schwach, also versuche mal lieber Zweiter zu gehen und deinen Gegner seine Ressourcen zu nehmen. Dann natürlich drei Blue Eyes und drei Alternative Melody Targets. Kann ab und zu bricken, wenn man zu viele davon zieht. Zwei Spirits. Sichert dir eigentlich dein Pendulum-Matchup. Der allgemeine Matchup gegen Black Projects ist natürlich viel besser. Mit den Steinen ein Legends und drei Ancients. Ancient ist klar und Legend kommt ab und zu gut, wenn du irgendein Discard-Outlet hast, Sage hast und ein Alternative, dass du dir Blue suchen kannst. Auch mit Dragon Shrine ab und zu. Und drei Sage, auch Standard. Index 2 Twin Twister, selbe Theorie wie bei Gamma Seal, einfach Second gehen und dann die Backrow nehmen. Und ich habe Consonance dafür gecuttet, weil Consonance eine total paradoxe Karte im Deck war. Sie ist meistens tot oder du willst die Tune nicht abwerfen. Und 3 Return ist relativ Standard und ein Silver Scry. Zwei haben oft angefangen schon zu bricken, vor allem weil du mit Return mehr Targets hast, auch wenn der Alternative mal geschossen wird, den zu holen, und da hast du nur die Norwitz. 3 Melody ist Standard, 3 Trade-In Standard, 3 Pot Standard, ein Shrine, 2 bricken oft, die Karte ist Turn 2 nicht wirklich gut, aber sie kann ja ab und zu mal deine Gospels live machen und vor allem den Spirit reinzulegen. Ein Upstart, Konstanz und natürlich eine Soul Charge. Und als Traps habe ich nur Emptiness gespielt, weil sie immer noch, wenn du sein Feld wegkriegst und Emptiness als Backup hast, hast du schon die Automatische. Seit dem Extra Deck ein Dante für die Cherries Inside, ein Felgrind, damit du irgendein After-Exit hast, was gegen BA noch was macht, speziell wenn sie Torgate gesucht haben. Ein Darklord fürs Mirrorbridge, ein Alsay für Beatrice, Stunlocks, wenn es Simplified Game State ist. Ein Harbinger für Pendulum und Mirrormage, die Galaxy Engine, Cypher, Full Armor und Dark Matter. Ich wollte mir einen zweiten davon holen und zwei spielen, habe aber keinen mehr bekommen. Also ich würde definitiv zwei spielen, wenn du First Turn einen brauchst und später spielen wir nochmal. Dann ein Crystal Wing für die Soul Charge Combo, ein Moonlight gegen BA sehr gut, Mirror kann auch ab und zu mal gut kommen, Spark Dragon für die Emptiness. Zwei Azurais, wovon ich einen cutten würde, um wie gesagt den zweiten Cypher zu spielen. Du brauchst fast nie zwei, allgemein gehst du echt selten in ihn rein. Und zwei Spirit Drinks. Side Deck, drei Cherries. Gegen BA Instant Win und im Mirror auch echt gut, vor allem weil er eine Alternative Funktion hat und du ihn in Spirit mit Cherry nimmst, er auf keine Synchros mehr kommen kann, weil er Azurais nur mit einem normalen Monster beschwören kann. Ein Ketze, super durch Sage und mit Discard-Karten hast du dadurch, dass du eine Karte boardest, hast du vier Outs gegen Vanity's Fiend, Vanity's Emptiness, Cycle, Quarantäne und Dinger. Zwei Ghost-Sorger für Pendulum und ab und zu auch am Mirror, aber das hängt immer vom Spielstil vom Gegner ab. Wenn du siehst, dass er immer in Azurais reingeht, dann kannst du boarden. Deine Twin Twister für Backrodex und BA. Drei GQ und zwei Holds. Lief gar nicht gut, kommt auch nicht mehr rein. Mirror-Match spielt meistens drumherum. Dann zwei Magical Spring gegen Pendulum und Metaphor. Hat dreimal heute Instant Win gemacht. Die Karte kam echt gut, vor allem Second und First ist eine Karte, die man mal boarden kann. Und dann noch drei Strikes, wenn ich First gehe. Welche letzten Worte, Shoutout? Shoutout an Joshua, das Deck ist immer noch ganz okay. Nein, also ohne Spaß. Das Deck ist echt, es ist schwach, aber wir haben keine anderen Optionen im Format. Alle anderen Decks sind genauso schwach. Und für mich überperformt das Deck einfach. Auch wenn es an sich in der Theorie total schlecht klingt, lief es bei mir immer echt gut und ich werde weiter versuchen, das Deck zu spielen. Klar, danke und Glückwunsch. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.